Hey, ich möchte heute ein Video machen, ein sehr ehrliches, offenes Video, weil ich weiß, dass es einfach viele Menschen, viele gibt, die mit dem Thema zu tun haben oder immer wieder mal zu tun haben. Und zwar, du hast es ja schon angeklickt, das Thema, ich finde meinen Körper abstoßend. Ich hatte neulich wieder so einen Prozess damit. Das taucht immer mal wieder auf. Ich bin jetzt gerade in Thailand und schwimme sehr viel im Meer, habe viel Zeit, Körperarbeit zu machen, also Yoga, Shiatsu-Übungen mache ich da. Einfach das, was meinem Körper gut tut. Und hab ein sehr schönes Körpergefühl gehabt. Und habe auch so einen Monat lang gar nicht in einen Spiegel geschaut. Und konnte mich da so befreien von den alten Gedanken. Und dann kam der Moment, wo wir in ein neues Haus gezogen sind. Und da war ein Spiegel. Und ich habe reingeschaut nach einem Monat. Und da kam mal wieder der Satz, wie abstoßend ich meinen Körper finde. Und ich habe mich erschreckt über diesen Satz, weil mein Gefühl schon ein ganz anderes war. Und ich nehme das kurz vorweg. Die Gedanken, die Gefühle, die sind ja immateriell. Ja, die können sich viel leichter verändern als die Materie. Und dadurch kann ich schon ein ganz anderes Gefühl haben als das, was ich sehe, wenn ich in den Spiegel schaue, also die Materie. Und trotzdem kann ich mich dahin entwickeln. Ja, nur die Materie braucht etwas mehr Zeit. Und dann habe ich halt mich nochmal mit dem Thema auseinandergesetzt und bin auf einen ganz spannenden Gedanken gekommen, wie ich finde. Ich habe in meinem Leben sehr viel körperliche Gewalt und Übergriffigkeit erlebt, erfahren. Und ich denke auch die Werbung, das, was wir im Fernsehen sehen, das, was wir auf den Plakaten sehen, ja, dieses Bild, was da, dieses Scheinbild, was da erzeugt wird, wie der perfekte Mensch, die perfekte Frau, der perfekte Mann auszusehen hat. Ich denke, das tut ihr Übriges, damit sich viele, viele Menschen unwohl fühlen in ihren Körpern. Und wir versuchen, irgendwelchen Idealen zu entsprechen, die mit Photoshop entstanden sind. Und dieses Wort abstoßend, das, was mir da gekommen ist, dass ich halt als ich diese Gewalt erfahren habe, diese Übergriffigkeit, ja, die Grenzüberschreitungen, da habe ich Das war so schmerzhaft, dass ich diesen Teil abstoßen wollte. Ich wollte meinen Körper abstoßen, damit ich das nicht spüren muss, damit ich das nicht wahrnehme. Und deshalb kommt dann dieser Satz, ich finde mich abstoßend. Ja, weil ich diesen Körper abstoßen möchte. Und ja, das einfach zu realisieren, wo das herkommt, wo diese Sätze herkommen, ist ein total wesentlicher Punkt auf dem Weg daraus. Und auch dieser Schreck, als ich mich gesehen habe und dann dieser Satz kam, auch das zu spüren und diesen Schmerz dahinter zu spüren, dass ich mich so empfinde. Mich so abstoßend finde. Und das ist einfach nicht schön. Es tut mir nicht gut, es tut meinem Wesen nicht gut. Und ja, ich will das ändern und ja, ich bin noch nicht an diesem Punkt. Ich kann nicht sagen, ich liebe mich. Das wäre. Ist auf irgendeiner Ebene weiß ich, stimmt das auch schon, ne?
Aber es gibt halt auch noch diesen alten Satz, aber ich möchte ihn nicht mehr nähren. Ja. Im Moment bin ich an dem Punkt, dass ich sage, ich akzeptiere, dass ich mich abstoßend finde. Und ich freue mich auf den Tag, wo ich aus ganzem tiefsten Herzen sagen kann, ich liebe mich so, wie ich bin. Hannah Dette von Sei du selbst, die kann das so schön. Ja, da habe ich ihr gemerkt, dass, wow, dass ich das bewundere, dass sie das kann. Und ich bin aber halt an einem anderen Punkt. Und ich weiß, dass durch meine Selbstliebe-Praxis, ja, durch dieses Üben der Selbstliebe, Praktizieren der Selbstliebe, dass ich da auch irgendwann sein werde. Ja. Jetzt schaue ich mal auf meinen Zettel, ob ich alles erzählt habe. Ah ja, noch wichtige Sachen. Durch die Körpertherapie, die ich seit vielen Jahren mache, also auch selber bekomme, erfahre ich wohlwollende Berührungen. Und viele Jahre habe ich jetzt daran, ich sag mal, gearbeitet, dass diese Gewalt, dass diese Übergriffigkeit aus meinen Zellen rausfließt. Und seit einigen Wochen, und das Meer hier hat noch ihr Übriges dazu getan, habe ich wirklich das Gefühl, dass dieser alte Schmerz, wo ich auch Todesängste ausgestanden habe, der ist fortgeflossen. Es ist nicht mehr in meinen Zellen. Also du kannst durch Selbstliebepraxis, durch Körpertherapie, ja, diese Gewalt, diese Übergriffigkeiten, die du erfahren hast, aus deinen Zellen rausspülen und durch wohlwollende Berührungen ersetzen. Ja, wohlwollende, nährende Berührungen, wie du sie in verschiedensten Körpertherapien erleben kannst, sei es Kraniosakraltherapie, Leibtherapie, Massagen, Shiatsu, was auch immer. Wenn der Therapeut ein wohlwollendes, also wenn du da ein gutes Gefühl hast, ein tiefes Vertrauen da ist, dann kann das über einen längeren Prozess rausgespült werden, sich befreien. Du kannst dich davon befreien, von diesen alten Schmerzen. Es ist möglich, ich habe es erlebt. Und ich habe auch in letzter Zeit sehr stark das Bedürfnis nach Berührung, nach Körperkontakt. Und habe gemerkt, dass das auch damit diesem Thema zusammenhängt, dass ich möchte, dass jemand anderes mich liebevoll berührt, meine eigene Ablehnung, die ich da habe, abzugeben, ja. Aber es ist mein, ich weiß, es ist wichtig für mich, dass ich mich liebevoll berühre, dass ich von mir aus ein gutes Körpergefühl entwickle. Und natürlich trotzdem die Berührung, die liebevolle Berührung von anderen ist total wichtig, aber ich habe mich halt ertappt, wie ich ja, wie ich den Wunsch habe, dass mein Körper geliebt wird. Es gibt auch bei vielen so dieser Wunsch nach Sex oder ist auch, das verwechseln wir oft mit geliebt werden wollen. Ja, eigentlich wollen wir geliebt werden. Unser Körper möchte geliebt werden und in der Sexualität erhoffen wir uns das. Ja, aber es ist nicht das. Sexualität ist einfach eigentlich, ist es die Verbindung zwischen zwei Menschen, die ja, in sich zu Hause sind und im Idealfall sich selbst lieben und Liebe schenken, frei. Ja, aber ich hatte gehofft, also ich habe einfach gemerkt, dass dieser Wunsch in letzter Zeit stärker war, und ich bringe den damit einfach in Zusammenhang, ja, dass ich
den Umweg über einen anderen Menschen, diese, dass dem das leichter fällt als mir. So, ne? Aber wenn ich das nicht mache, dann ist es meine, ich sag mal, meine Aufgabe, mich zu lieben. So. Und das andere ist dann vielleicht noch ein Geschenk. Ich weiß nicht, ob dieser Punkt jetzt so klar rausgekommen ist, aber das habe ich so in Zusammenhang gebracht. Noch ein anderer Punkt ist, dass ich beobachtet habe, dass viele Menschen oder einige Menschen versuchen, über Fasten und Diäten und Fitnesswahn versuchen, ihren Körper in eine bestimmte Form zu bringen, zu kontrollieren und ja, um den Körper zu erreichen, der irgendwie angesagt ist oder ja, den, aber das ist auch nicht der Weg. Ernährung ist total wichtig, eine gute, wohltuende Ernährung ist total wichtig, aber es geht dabei um dass es mir gut tut und nicht, dass ich dadurch eine bestimmte Form erreiche. Oder Bewegung, Sport ist total wichtig für den Körper, für das Wohlbefinden. Aber es gibt halt dieses Drüber, ja, wo du dich darüber irgendwas erreichen willst. Aber diese Selbstliebe, diese Annahme des Körpers, die kommt von ganz tief innen. Und da geht es darum, den auch jetzt, so wie er jetzt ist, anzunehmen. Mit Dellen, mit Kurven, wo sie nicht hingehören. Und einfach so, wie ich jetzt gerade bin. Ja. Wie gesagt, das ist ein Thema, was viele Menschen kennen. Du bist damit nicht allein. Ich bin damit nicht allein, das weiß ich. Und lasst uns wohlwollend aufeinander schauen, auf unsere Körper und lasst uns Komplimente machen und realistischer sein. Lasst uns in die Sauna gehen und sehen, wie wirkliche Körper aussehen. Oder an FKK-Strand. Ja. Ja, das war jetzt einiges von mir und schreib gerne in die Kommentare, wenn dich da auch was bewegt. Und ja, bis zum nächsten Video. Danke, dass du mir zugehört hast und ich hoffe, ich konnte dich etwas inspirieren und berühren. Ja, bis dann. Ciao.